Einen wunderschönen guten Morgen. Die letzte Wahlkampfwoche ist angebrochen und diese startet schon sehr früh. Denn die beiden Hofburg-Kandidaten treffen heute bei Hitradio Ö3 im berühmten Ö3-Wecker aufeinander. Schauen wir mal, welcher der beiden Kandidaten in der Früh schlagfertiger ist. Ein ruhiges Gespräch heute mit Alexander van der Bellen. Wie ging es Ihnen denn im Ö3-Wecker? Ja, mittlerweile sehe ich ihn ja mehr als meine eigene Frau. Wir haben so viele Termine gemeinsam. Wir haben völlig unterschiedliche politische Ansichten. Wir begrüßen uns ganz normal, aber wir kämpfen um das höchste Amt im Staat und das ist nicht nichts. Das heißt, die Stimmung ist trotzdem noch angespannt? Angespannt nicht, aber konzentriert. Wir legen unsere Positionen klar. Und ich glaube, es war für den Zuhörer heute auch sehr interessant.